So, hallo und willkommen zurück zu einer kleinen Episode Genshin Impact mit Minifred. Oh Gott, da sind schon Gegner. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich echt, hab mich echt verliebt in dieses Spiel. Es ist echt sehr, sehr cool. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ihr könnt mich immer noch hinzufügen als Freund. Und der UID, die ihr da unten seht, könnt ihr mich gerne hinzufügen. Ich spiele jetzt gerade wieder am Tablet. Normalerweise spiele ich das, ja, eigentlich so am Handy mal so zwischendurch. Das ist ja halt das Geile. Du kannst das ja quasi von überall aus spielen. So, wir sind heute noch ein bisschen am Erkunden, ein bisschen die Welt am Erkunden. Ich bin Abenteuerstufe 10, ich muss Abenteuerstufe 16 erreichen, um den Multiplayer freizuschalten. Das ist echt ziemlich viel. Aufträge, da gibt's nämlich auch einiges. Das könnte ich jetzt machen, Schatten über Mondstadt. Und das kann ich noch nicht machen, dafür brauche ich Abenteuerstufe 15. So. Also, würde ich mal sagen, wir gehen mal direkt weiter. Das ist allerdings da hinten Stufe 24. Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen mehr. Das Zielen ist echt auch am Tablet nicht ganz so einfach, aber es macht trotzdem Spaß. Ich finde das sehr, sehr cool. Ja, jetzt kommen sie. Oh Gott, ich wurde schon getroffen. Schnell. Ja, okay, den habe ich. Okay. Schnell. Nochmal. Ich habe natürlich schon meine Waffen ein bisschen aufgerüstet. Das bedeutet, wir sind jetzt schon etwas besser. Alter, hat er mich wieder getroffen? Ernsthaft? Komm. Nochmal. Ja, nochmal 44 Schaden. Komm, einmal noch. Bevor er nochmal schießen kann. Nein, schon wieder. Ah, ich bin eingefroren. Ah, das ist der da hinten. Der mich immer die ganze Zeit anschießt. Böse. So, der ist aber gleich weg hier vorne. Alter, schon wieder. Wenn der weg ist, werde ich auf jeden Fall gleich mal den Charakter wechseln. Ich habe ja verschiedene Charaktere zur Verfügung. Komm, 124 Schaden, das ist schon sehr solide, finde ich, mit dem Bogen. Nein. Okay, 44 Schaden, das ist zu wenig. Hallo, bitte. Feuerpfeil. Okay, der ist weg. Und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir mal meinen Hauptcharakter und werden da mal hinlaufen und werden uns mal darum kümmern. Um den kleinen Schlingel da oben drauf. Oh, schnell ausweichen. Und zack, 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 jetzt gibt's auf die Omme. So, ich muss ja gucken, dass ich noch was sehe. Mal wegstoßen eben. Ah, der nasse Kollege. Den müsste ich eigentlich mit dem anderen angreifen, aber das ist in Ordnung. Moment. Ein bisschen orientieren. Okay, wir machen das. Wir wechseln das. So, jetzt frieren wir eben ein. Machen ihn mal eben kaputt. Und dann gucken wir gleich mal auf unsere Charaktere. So, jetzt geht aber alles schnell hier. Okay, jetzt. Wir haben es. Hier lebt aber irgendwo noch einer. Hier muss noch irgendwo einer leben. Da. Der muss noch leben, denn sonst wäre diese Truhe, die wir jetzt hier gerade sehen, sonst wäre die schon freigegeben und ich könnte sie schon öffnen, aber dadurch, dass da hinten noch einer ist, den haben wir noch nicht ganz gekillt eben. So, komm, wegstoßen, zack. Alter, das macht gut Schaden. Das macht echt gut Schaden. Ja, immer quasi unterschiedliche Gegner, muss man dann halt auch unterschiedliche eigene Charaktere benutzen, je nachdem, was sich dann gerade anbietet, also im Endeffekt das alte Prinzip, Feuer schlägt Wasser, ja, und so weiter halt, ne. Mal muss man sie hier benutzen. Sie ist, glaube ich, mehr so im Bereich Zauber. Sie ist mehr im Bereich Feuer. Er ist im Bereich, so Wasser oder kann Sachen gefrieren. Und er ist im Endeffekt ganz... Er ist eher zu Wind. Ich habe auch schon meinen Führerschein gemacht. Und zwar meinen Gleiterführerschein. Es war eine Mission, da musste ich so rumfliegen. Moment, mal ganz kurz für die Leute, die es vielleicht nicht spielen, noch ein paar Sachen zur Erklärung. Das, was jetzt hier so leuchtet, das sind immer Sachen, die ich einsammeln kann. Also in diesem Fall zum Beispiel Kieferzapfen, mit denen kann man da was machen. Entweder man kann die Sachen direkt essen oder man kann da was raus kochen. Hier zum Beispiel, oh, höchst gefährlich. Ein höchst gefährliches Zeug. Okay, warte mal, wenn ich den Baum jetzt hier ein bisschen bearbeite, fällt da was runter. Hier haben wir auch noch irgendwas gehabt, was war hier? Kiefernzapfen. Und hier ist auch noch eine Minze. Und das, was wir jetzt da hinten sehen, Moment, da laufen wir mal eben hin. Da vorne, das ist ein Teleportationsschrein. Damit kann ich mich halt wegteleportieren, beziehungsweise ich kann mich generell immer teleportieren. Nur muss ich dann immer zu den Sachen hin, wo halt so ein Schrein ist. So, was ist da oben noch? Da war doch irgendwo noch was. Irgendwo war doch hier noch was. Habe ich hier was übersehen gerade? Egal. So, wir gucken mal drauf. Also, das ist die Karte und wir befinden uns ganz oben. Da oben. Da drin. Da. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Also muss man wirklich sagen, da waren Level 36 Monster. Das war nicht gut. Oh, hier unten noch. Warte mal. Da ist zum Beispiel jetzt einer der Schreins zum Teleportieren. Da machen wir jetzt auch mal eben. Weil ich noch gerne die Karte ganz erkunden würde, bevor ich noch weiterziehe. Bevor ich die nächste Mission mache, würde ich die Karte ganz gerne noch weiter erkunden. So, hier ist noch was zum Sammeln. Oh, da vorne ist ein Wildschwein, glaube ich. Kriege ich das? Warte. Das muss ich natürlich von hier erschießen. So, und? Ach, da haben wir es doch.
Das ist nämlich ganz gut. Ich hatte es ja schon gesagt, wenn ich jetzt das erschieße, dann kommt da rohes Fleisch raus. Ist aber in Ordnung. Zweimal sogar. Nicht schlecht. So, das war schon mal ganz gut. Was ist hier noch? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen oder so? Zack, wir springen mal eben, beziehungsweise sprinten mal eben. Zack. Ja, da ist ein bisschen Minze und so. Hier ist der Tempel. Aber ansonsten, wir gucken mal auf die Karte, wo muss ich denn hin? In die Richtung ist schon richtig. Wenn ich jetzt dahin weiterlaufe, dann werden wir da den nächsten... Den will ich haben. Den Teleportationspunkt will ich haben. Den wollen wir haben. Da können wir ruhig mal eben hin. So. Hui, dann kann man nämlich gleiten manchmal. Das ist auch ganz praktisch. Wir laufen aber erstmal, würde ich sagen, den Weg entlang und gucken einfach mal, was wir noch so finden. Ja, das ist echt cool. Eine offene Welt. Überall gibt es was zu entdecken. Muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Und wir sehen Gegner. Da sehen wir Gegner. Nasche Gegner. Warte mal. Ihr kriegt jetzt erstmal was ab von meinem Bogen. Hallo. Bitte. 31 Schaden, das ist schon mal nicht schlecht. Eieieiei. So schießt die ein bisschen automatisch. Das ist schon mal ganz gut. Dann brauche ich mich nicht so viel darum zu kümmern, wo ich hinschieße. Hallo. Trotzdem musst du da hinterher, Mädchen. Bitte. Trotzdem musst du da hinterher. So. Hallo. Bitte schießen. Ja, ich weiß halt nicht, falls ihr das spielt, wo ihr das drauf spielt. Also spielt ihr das auf dem Handy oder spielt ihr das auf dem Tablet oder spielt ihr das auf der PS4? Das ist ja das Geile, du kannst es halt überall drauf spielen. Auf unterschiedlichen Systemen und erstmal nicht Glück Kaffee. Ich weiß gar nicht, gibt's das auch für die Switch? Bestimmt, oder? Moment. Ja, für die Switch wäre natürlich auch cool, aber ich meine, ich kann so easy aufnehmen mit dem iPad, warum sollte ich das nicht machen, ne? Und da hinten ist schon der Schrein irgendwo. Irgendwo in der Schlucht? Ne, oberhalb der Schlucht muss das sein. Oder? Ja, das muss da oben drauf sein. Da klettern wir mal eben da hoch. Da kann man nämlich hochklettern. Und das ist auch ganz praktisch. Manchmal, wenn man da zack, mal eben so hoch. Das, was wir jetzt da rechts sehen, das Gelbe neben meiner Figur. Neben meiner sexy Frau. Nein. neben der Spielcharakterin. Das ist die Ausdauerleiste. Was ich halt noch nicht erklärt habe. Dann sieht man, wie viel Ausdauer die Figur noch hat. Und bedeutet, man kann immer gucken. Und da ist der Schrein, der Teleportationspunkt. Oh, eine Kiste ist da auch. Auch nicht schlecht, den werde ich jetzt erstmal aktivieren. Jetzt ist er, zack, jetzt ist er blau. Dann werden wir die Truhe noch eben öffnen. Also gibt es immer verschiedene Sachen. Verstärkungserz ist quasi dazu da, um Waffen zu verstärken. Ich weiß, also alles habe ich natürlich auch noch nicht durchblickt in diesem Spiel, das muss ich auch dazu sagen. Aber das Allermeiste schon. Das Allermeiste habe ich schon. Oh, da ist irgendwas. Ja, wir fliegen da mal hin. Ups, das war blöd. Das hätte ich besser nicht gemacht. Alter, alles habe ich hier auch, wie gesagt, noch nicht durchblickt. Und die Steuerung ist aber, muss ich sagen, für ein Mobile Game ist die echt gut. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Ach, da oben. Wie komme ich denn da dran? Ah, hier... Ah, ja, okay. Ah, okay, hier gibt es noch was. So. Kenntnis über Erkundung. Okay, wir gucken mal nach. Halte auf deinen Abenteuern Ausschau nach Anemogranna, die sich an verschiedensten Orten aufhalten. Wenn du ihre Fähigkeiten weise nutzt, schaffst du es sogar an hochgelegene Orte, die du sonst nie aufsuchen könntest. Okay, hier ist nämlich jetzt, ja genau, so ist nämlich hier quasi ein Zeugs. Aber wo muss ich denn hinspringen? Also es... Hä, der sagt mir, ich soll da hochspringen, aber... Hä? Nur wo könnte ich denn damit hin? Muss ich das da einsammeln, da oben? Der Wind... Hier ist der Wind. Nee, warte mal. Es ist auch schon wieder weg. Da hinten sehe ich Gegner. Die will ich gerne mal mitnehmen. Das sieht jetzt zum Beispiel so nach Magie aus. Die müsste ich dann eigentlich... Womit? Warte mal. Boah, was ist da denn los? Eieieiei, warte mal. Wir schießen einfach mal einen Pfeil rein. Sicher ist sicher. Einfach mal reinschießen. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Alter, guckt euch das mal an. Aber die haben sich wieder halbwegs gefangen eigentlich, ne? Die haben sich jedes Mal wieder aufgeladen. Oh, jetzt muss... Okay, die laden sich wieder auf. Da muss ich, glaube ich, mal wechseln. Da müssen wir sie mal eben nehmen. Bevor mir jetzt nur einer hier gefährlich wird. Moment. Ah, das Tieren ist echt... Das ist das Einzige, was ein bisschen tricky ist hier. Leute sind immun. Das ist jetzt ein Problem. Da müssen wir mal gucken, dann nehme ich mal... Warte mal, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Wir frühstücken jetzt erstmal was. Und zwar habe ich noch einen leckeren Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Das kriegt sie erstmal. So, dann habe ich noch ein Teyvat-Spiegelei. Das kriegt er, wobei... Optiert kann nur auf... Ach, nur, das kann ich gar nicht benutzen. Okay, ach stimmt, das sehen wir da oben.
Das Symbol, was wir quasi oben drüber sehen, das bezieht sich darauf, dass ich das nur auf ohnmächtige Personen benutzen kann. Dann nehmen wir eine Rettichsuppe für ihn. So. Und für sie auch. Und für ihn nochmal. Und jetzt haben wir das. So. Warte, wen wollte ich denn nehmen? Ich wollte Kaya nehmen. Den wollte ich nehmen. So, wir laufen da mal rüber. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die irgendwie gefrieren kann. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Alter, das ging ja richtig schnell. Ja gut, so muss man halt immer gucken, dass man die passenden Gegner halt auch mit dem passenden Charakter angreift. Ah, die Erze, die brauche ich noch unbedingt. Da kann ich nämlich bei der Schmiede was machen. Kann ich mir was schmieden lassen. Das ist wichtig. So, gib mir her. Ja, Brockeneisen, den brauche ich. Ist immer wichtig. Aber da lag noch irgendwo einer, ne? Den nehmen wir noch mit. Ah, perfekt. Wir können auf jeden Fall gleich noch irgendwie in die Stadt rüber. Und wie gesagt, edit mich gerne unter der UID. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir mal zusammen spielen, wenn ich dann halt Stufe 16 erreicht habe. Wann auch immer das sein wird. Oh, warte mal, Kenntnis noch. Das hatten wir schon. Okay, das ist das. Mit mehreren Anemogranat zusammen können sie ihre Energie entfalten. Hast du 3 Anemogranat beisammen, können selbst Figuren ohne Anemo-Fähigkeiten Windfelder erstellen. Alles klar, okay. Ein Windfeld. Würde ich auch ganz gerne mal erstellen. So, ich habe das, wie gesagt, alles. Das kann man so schnell alles gar nicht durchblicken in diesem Spiel, weil das wirklich sehr komplex ist. Aber das Allermeiste haben wir ja schon. Okay, das können wir untersuchen. Weizen, ja, ein bisschen Weizen für uns. Wir können ja mal gucken. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade da. Ich würde eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich da noch weiterlaufen soll. Wir können den Teleportationspunkt jetzt benutzen. Können wir eben noch gucken. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Einen Moment. Ich möchte eigentlich immer so viel machen in den Folgen, weil es auch immer so viel zu entdecken gibt. Aber komm, wir laufen noch weiter. Wir laufen jetzt noch ein bisschen darüber. Gucken wir noch, laufen wir noch den Weg entlang. Hier war das, ne? Oh Gott, da unten, stimmt, da unten war ich schon. Ja. So. Jetzt werden wir da runterfliegen. Das ist immer ganz gut. Ah, da unten ist doch wieder so ein Viech, oder nicht? So ein Anemogranat, glaube ich. Ah, da oben, guck mal, da oben kommen wir drauf. Da oben. Seht ihr das? So. Aber wo ist jetzt dieses Feld? Komisch. Und was ist das? Oh, ein blauer Frosch. Hallo, blauer Frosch? Ja, ist weg. Die Frage ist, kommen wir da jetzt rein? Es sieht sehr gefährlich aus. Krieg ich jetzt Schaden? Ja, ich krieg Schaden. Wie kriegen wir das weg? Erstmal nehmen wir noch hier was mit. Eine Wasserlilie, so. Was ist da vorne noch? Da vorne ist noch ein Gegner. Der wird jetzt aber weggeschossen. Oh, da sind mehrere Gegner noch. Ich weiß halt nicht, welche Stufe die jetzt haben. Die Gegner haben natürlich immer unterschiedliche Stufen, je nachdem, wie stark sie sind. Okay, der ist, glaube ich, ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Stufe 16, das geht. Stufe 16 ist okay. Den kriegen wir so kaputt. Da wollen wir gar nicht anzustrengen jetzt. Zack. Und zack. Der müsste jetzt weg sein. Ja, der ist weg. Da nehmen wir noch meinen Hauptcharakter hier. Zack, zack, zack. So, Geld kannst du auch benutzen, um Sachen abzugraden. Das ist auch nicht schlecht. Pennt der? Der schläft. Ja, du bist mir ja einer. Schläfst einfach hier. Zack, 250 Schaden nochmal gekriegt. Ja, einfach am Pennen, der Jute-Mann. Ah, wir können, glaube ich, da hochgehen. Warte mal. Ich glaube, wir können da hoch. Moment, wir gucken mal nach. Ist ja, wie gesagt, für mich auch noch alles hier zum Entdecken. Aber warte mal, erstmal nehmen wir noch hier was mit Früchte. Die kann man immer direkt essen. Die hauen wir erstmal von dem Baum runter. Die Dämmerfrucht und Dämmerfrucht und Dämmerfrucht und Dämmerfrucht. Und hier liegt auch noch was rum. Was liegt hier noch rum? Champignons. Die kann man zum Kochen benutzen. Die nehme ich dann auch mal ganz gerne mit. Okay, wir gucken mal eben drauf. Weltauftrag. Die beste Methode, diese Welt zu verstehen, ist, jede Ecke davon zu erkunden. Löse uralte Rätsel, hilf verirrten Reisenden oder suche nach versteckten Schätzen. Überall hast du die Möglichkeit, wertvolles Wissen und Erfahrung zu sammeln. Selbst wenn du dich nicht für Rätsel interessierst, liegt am Ende deines Weges immer ein Schatz. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Da will ich auf jeden Fall gleich mal eben hin. Aber hier war doch noch irgendwo was. Da. Ein Champignon. Und jetzt gucken wir mal nach. Dass wir das Rätsel mal gelöst kriegen. Hier lag ja auch noch was rum, irgendwas. Was lag hier noch rum? Eine zerbrochene Maske, die kann man auch noch benutzen. Für später nehme ich immer alles mit. Ich habe ja 30.000 Kapazität in meinem Rucksack. So. Da ist sie. Da müssen wir hin. Da ist die verwirrte Reisende, glaube ich. Die nehmen wir jetzt mal. Da, hier ist sie doch. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Da habe ich Bock drauf. Hallo,
Dr. Livingstone. Was soll ich nun tun? Ich habe zwar verstanden, wie man die Siegelbarriere aufheben kann, aber bei all diesen Monstern hier, okay, was ist passiert? Ich war in Gedanken versunken. Bitte um Verzeihung, mein Name ist Livingstone und ich bin eine professionelle Abenteurerin. Bei all den Monstern in diesem höchst gefährlichen Tal bin ich überrascht, jemanden zu sehen, der kein Monster ist. Ich habe die ganze Zeit nur die Laute dieser Kreaturen vernommen. Es sieht ganz so aus, als wäre ich einem gleichgesinnten Abenteurer begegnet. Unser Herz strebt nach den Sternen und es zieht uns in die finsteren Tiefen. Jetzt habe ich das übersprungen, verdammt. Dies ist ein uraltes Schlachtfeld, bla bla bla. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt dieses Siegel wegmachen. Siegel? Was für ein Siegel? Das müssen wir jetzt wegtun. Ja, eine weitere Vorrichtung befindet sich bei den Schläfern im Süden. Dieser Stamm, okay, deswegen hat er eben geschlafen, schläft tief und fest, sobald die Nacht einbricht. Sie sind bei weitem nicht so wachsam wie wir Abenteurer. Die Vorrichtung ist mitten im Teich. Als ich mich nachts dorthin geschlichen habe, stieß ich auf einen Muskelprotz mit einem riesigen Schild. Okay, also wir müssen jetzt quasi das Siegel brechen, indem wir verschiedene Monster erledigen. So, ja. Ich will anfangen, ich will kämpfen. Hallo, ich will kämpfen. Ja, bitte los. Untersuche das Schwertergrabsiegel. Wo? Wo? Da komme ich ja nicht rein. Keine Chance, da komme ich doch gar nicht rein. Wie untersuche das Siegel? Wo denn? Erstmal nehmen wir noch einen Champignon mit. Na, gucken wir mal, wo denn hier noch was ist. Die Monster hier hatten wir ja, glaube ich, schon. In dieser Region. Ah, da oben ist noch was. Da oben ist noch eine Kiste. Ich weiß noch nicht, ich glaube, das hat nichts mit der Mission zu tun. Deswegen müssen wir mal gucken. Da ist auch noch ein Monster. Auch mehrere. Stufe 18 kriegen wir hin. So, zack, weg mit dir. 144 Schaden. Zack, 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 zack. 42 Schaden. Und oh, da noch mal was. Ihr kriegt alle was von mir. Oh, der hat das Schild. Du hast das Schild, das ist nicht gut. Schilder sind immer blöd. Schilder zur Verteidigung sind immer echt blöd, aber den ersten haben wir gleich. Komm. Eieieiei. Okay, den haben wir. War nochmal weg. Da hinten ist noch einer. Den muss ich erst holen. Der schleudert mit Feuer auf mich. Außerdem muss ich jetzt, glaube ich, eher den hier nehmen. Den frieren wir jetzt mal eben ein. Komm. Gib mir. Stufe 19 kriegen wir hin. Wir frieren nochmal eben ein. Holen uns die beiden mal eben und dann gucken wir gleich mal, dass wir das irgendwie untersucht bekommen. Ich weiß nur nie wie. Oh, da oben ist auch... Guck mal, das ist eine Leiter. Da will ich gleich auch noch hin. Warte mal, hat er irgendwas fallen gelassen? Warte mal. Erstmal die Truhe, ne? Habe ich gesagt. Erst die Truhe. Das ist unser Preis. Den will ich mal eben mitnehmen. Nein, nicht... Oh, hoch. Hier war doch irgendwo was. Habe ich nicht irgendwo was gesehen hier? Aha. Was haben wir denn hier? Herausforderungsarena. Oh Gott. Hätte ich das besser mal nicht gemacht, oder? Ja, wir werden mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. 1 Minute 30. Nass. Okay, nass ist gut für mich. Komm, jetzt geht's rund hier. Ich muss sie alle holen. Immun. Nix immun. Oh, das ist... Ah, den kriegen wir schneller. Ich muss echt gucken. Wie haben wir den? Hab ich den? Okay, 2 von 10 haben wir schon mal. Komm, put. Frieren. Die kriege ich schnell. Die gehen auch halbwegs schnell kaputt. Komm, mit Feuer vielleicht? Mit Feuer. Okay, das passt nicht mit Feuer. Wie viel mache ich da? 58 Schaden? Ah, den hätte ich besser timen sollen. Komm jetzt. Nein, bin festgefroren. Tornado. Okay, das hat schon mal ein bisschen was geholfen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Alter, ich bin schon wieder festgefroren. Alter, schnell. Stufe 18 ist natürlich auch gar nicht mal so low eigentlich, ne? Das muss man auch sagen. Das ist gar nicht mal so low, aber den habe ich jetzt hier gleich. Hallo. Komm. Aber 10 Stück zu zerstören, das schaffe ich niemals. Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Jetzt noch den da vorne. Komm. Ja, den kriege ich auch noch sogar in der Zeit. Den kriege ich auch noch in der Zeit hin. Der ist gleich kaputt. Aber es sind nur noch 8 Sekunden. Das wird jetzt ein bisschen knapp werden. Ich weiß nicht, ob ich noch was schaffe. Nein, kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Komm, vielleicht mit sehr viel Glück.
Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Dann würde ich mal sagen. Oh, neues Monster übrigens. Der war, oh, der hat ein großes Holzschild. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der neuen Episode wieder. Aber ich muss mal ganz kurz noch eben ganz kurz gucken auf meine Waffen. Ich kann, glaube ich, noch eine Waffe upgraden. Aber die ist Level 20 schon. Artefakte habe ich auch schon ein bisschen was. Ne, das können wir eigentlich noch tauschen. Oh, ne, warte mal. Ich gucke halt immer, ob ich irgendwo ein Set kriege mit ein bisschen Verstärkung, ne? Ich habe die auch noch gar nicht. Warte mal, wir müssen irgendwann mal gucken, dass wir eins verstärken, was auch gut ist. Artefakte. Das kann ich nehmen und auch direkt mal verstärken. Und zwar verstärken wir das mit etwas Schlechtem. Zack, 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 zack. Und werden das jetzt mal verstärken. So, das werde ich aber noch offscreen machen, die ganzen Verstärkungen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Genshin Impact mit mir, dem Fred. Macht's gut. Tschüss.